Nach 10 Jahren Pause stellte Honda 2015 den Nachfolger des glücklosen ersten HR-V vor. Mittlerweile boomt das Segment der Kleinwagen-SUV. Daran möchte der japanische Hersteller seinen Anteil haben. Obwohl dieses Modell von Honda das Wort Hybrid im Namen trägt, verfügt es über keine Kombination von einem Verbrennungs- und Elektromotor, um die Emissionen zu senken. Die Frage ist also, wofür steht hier das Wort Hybrid? Hybrid Recreational Vehicle, kurz HRV. Das Wort Hybrid ist eher als eine Verbindung zu verstehen. Und zwar der Verbindung zwischen Freizeit und einem genau dafür ausgelegten kompakten SUV. Denn der Japaner sieht nicht nur schick und sportlich aus, sondern punktet auch mit praktischen Details. Der Honda HR-V basiert auf dem relativ kleinen Honda Jazz. Er ist 20 cm kürzer als sein Tiguan und 15 cm schmaler. Das klingt erstmal nach nicht wirklich viel, aber in eng besiedelten Innenstädten, wo viele SUVs ja unterwegs sind, kommt es natürlich ab und zu auf jeden Zentimeter an. Und so passt der Japaner auch kinderleicht in jede Parklücke. Unser Testwagen ist mit einem 1,5 Liter Benzinmotor ausgestattet, der 96 kW leistet. Laut Hersteller soll er nur bis zu 5,6 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen und maximal 192 km/h schnell fahren. Den Sprint von 0 auf 100 schafft er in 10,2 Sekunden. Die Achillesferse bei unserem Testwagen ist für mich persönlich der Motor. Wir haben hier einen Saugmotor mit der VTEC-Technik von Honda, die sich natürlich besonders im hohen Drehzahlbereich bezahlt macht. Das nicht gerade üppige Drehmoment von 155 Newtonmeter liegt erst bei 4600 Umdrehungen die Minute an, also relativ spät. Und das macht das Anfahren mit dem Auto hier halt nicht wirklich spritzig. Und ich finde, hier müsste einfach ein Motor rein, der schon bei niedrigen Drehzahlen ordentlich nach vorne geht. Beim Außendesign stand ganz klar die Dynamik im Vordergrund. Sportliche Schürze und schnittige Scheinwerfer im Stil des neuen Honda-Markengesichts. Von der Seite macht der HR-V auf Coupé. Die hinteren Türgriffe sind gut versteckt und gaukeln so einen Zweitürer vor. Die Fensterlinie läuft ab der B-Säule in einem runden Schwung zum Heck. Der Kofferraum besitzt ein Ladevolumen von 393 Litern. Sind die Sitze umgeklappt, passen 1456 Liter rein. Im ersten Moment etwas befremdlich wirkt dieses Ablagefach unterhalb der Schaltkulisse. Da denkt man sich dann, komme ich während der Fahrt ja ganz schlecht an mein Handy ran, aber genauso soll es ja auch sein. Und von Honda gibt es dazu noch serienmäßig die Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Auch clever gelöst sind hier die Flaschenhalter, bei denen ich nicht nur so kleine Flaschen unterbringen kann, sondern dank doppeltem Boden auch diese große Flasche mit sicherem Halt in den Flaschenhalter bekomme. Im Inneren des Honda HR-V zählen weder Symmetrie noch konservative Strukturen. Honda polarisiert damit deutlich. Leichte Schwächen leistet sich der HR-V bei der Materialanmutung. Die Oberseite des Armaturenträgers offenbart viel Hartplastik. Das Cockpit wirkt aber gut verarbeitet. Auch die großen gemütlichen Sitze mit flauschigen Mittelbahnen machen einen guten Eindruck. Die Magic Seats genannten Rücksitze können hochgeklappt werden, sodass hinter den Vordersitzen ein großer Stauraum entsteht. Den HR-V gibt es nicht mit Allradantrieb. Dennoch sollten Feld- und Schotterwege auf dem Weg zum Beispiel zum Badesee kein Hindernis darstellen, dank der erhöhten Bodenfreiheit von 17 cm. So erklärt sich für mich auch der Begriff Hybrid Recreation Vehicle. Hybrid ist hier vielmehr die Kombination aus einem praktischen Kleinwagen, den man flexibel beladen kann, mit der erhöhten Bodenfreiheit und Übersichtlichkeit eines SUV. Mit dieser Kombination kann man auch getrost an fast jeden Ort fahren, wo man sich dann entspannen will.